Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Deinhelfer in der Notebox von Ostfront. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Deinhelfer in der Not von Ostfront, das Ganze am 31. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das fünfte Album der Band Ostfront. Wir haben hier eine etwas flachere, kompakte, quadratische Box. Als erstes werden wir mal die Folie öffnen, die Folie aufschneiden, damit wir die entfernen können. So, einmal hier durchziehen. Und dann lässt sich das hier wunderbar öffnen. So, also, das ist die Box an sich. Wir haben hier eine schwarze Box, quadratische Form. Oben lesen wir den Bandnamen Ostfront, darunter den Albumtitel Deinhelfer in der Not Limited Edition. Und dann haben wir hier, es sieht so aus wie eine, ja, wie so eine alte Kneipe, wie so ein Lokal. Hier haben wir die Bandmitglieder, die Gruppe versammelt. Also alle sechs Herrschaften hier mit dabei. Hermann Ostfront, Otto Schmalzmann, Siegfried Helm, Wilhelm Rotlauf, Fritz Knacker und Eva Edelweiß. Alle sind hier versammelt. Auf der linken Seite Bandname plus Albumtitel. Dann hier das Logo von Ostfront. Rechts wieder die Schrift, oben nochmal das Logo. Und auf der Unterseite haben wir die Infos, was sich in dieser Box befindet. Und zwar lesen wir hier, diese limitierte Fanbox enthält. Einmal 2 CD Digipack, dein Helfer in der Not. Dann exklusive Bonus-CD in der Hölle erfroren, exklusiver Flachmann, dein Helfer in der Not, exklusives Erste-Hilfe-Set, Gesichtsmaske, Ostfront und ein handnummeriertes, signiertes Zertifikat. Jawohl, warum das? Die Box ist auf 1000 Stück limitiert und auch entsprechend durchnummeriert. Und dann haben wir noch die Beteiligten, die Labels, die Logos, Barcode und Social-Media-Auftritte. Gut, das Ganze erschienen über Out of Line Music. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, also von innen hier in weiß. Und dann kommt uns auch schon hier der Inhalt entgegen. Als erstes haben wir hier dieses kleine Täschchen, dieses Erste-Hilfe-Set. Dann ein kleines Kartönchen hier. Hier ist wohl der Flachmann drinnen. Dann die Gesichtsmaske. Das Album. Die zwei CDs hier im Digipack, die Bonus-CD in der Hölle erfroren und dann haben wir hier noch das Zertifikat. So sieht das aus. Gut, dann würde ich sagen, packen wir das Ganze wieder zusammen, Boxkante weil zur Seite und dann schauen wir mal. Also die beiden Sachen hier noch in Folie. Die restlichen Sachen kommen hier ohne Folie aus und dann haben wir hier noch den Flachmann, den werden wir auch gleich mal rausholen. So, gut, dann würde ich sagen, machen wir als erstes hier mal die beiden CDs, die sich hier im Digipack befinden, also Album und Bonus-CD, die holen wir hier mal raus. Und als nächstes auch diesen Bonusinhalt hier, diese Bonus-CD in der Hölle erfroren. Jetzt ist die Frage, haben wir hier irgendwo eine Schweißnaht? Nein. Okay, ja, oh ja, da hinten so eine kleine. Eventuell können wir hier irgendwie einstechen. Gar nicht so einfach. Weil man will das Ganze auch nicht irgendwie beschädigen. So, aber jetzt. Gut. So, Folie kann auch hier wieder ab. Einmal. Und zweimal. Ja, die ist ein bisschen stärker, aber jetzt. Gut, also, das ist es. Das ist das fünfte Album von Ostfront, Dein Helfer in der Not. Das Cover kennen wir schon vom Boxdeckel, also vom Design her 1:1 wie die Box. Dann haben wir hier auf der Seite Ostfront, Dein Helfer in der Not und die Katalognummer und das Logo von Out of Line. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Also wir haben hier auf dem Album 13 Tracks auf Tonträger 1, also auf CD 1. Und dann haben wir hier auf Tonträger 2 nochmals 14 Tracks mit diversen
Remix-Varianten. Also die ersten drei Tracks scheinen hier so Bonuslieder von Ostfront zu sein. Und die restlichen von 4 bis 14, also die restlichen 11 Tracks, sind hier scheinbar Remix-Varianten von anderen Bands, von anderen Interpreten. Okay, so, auch hier wieder die Beteiligten und der Barcode. Das Ganze gibt es natürlich auch regulär hier im Digipack zu kaufen, nicht nur in der Box-Variante. So, hier beginnt dann das Innenleben des Digipacks. In der Mitte befindet sich das Booklet. Schauen wir mal rein. So, wunderbar, genauso stelle ich mir das vor. Wir haben hier die Lyrics abgedruckt, Wort für Wort zu jedem einzelnen Song. Das ist immer gut. Dann die einzelnen Bandmitglieder hier schwarz-weiß abgebildet. Eva Edelweiß, Hermann Ostfront. Ja, also alle hier nochmal im Einzelporträt. Und das Ganze natürlich dann hier noch angereichert mit den gesamten Lyrics. Hier kann man dann wunderbar die Lieder entweder mitsingen oder dann danach noch irgendwie nachlesen. Da hat man dann alles hier wunderbar verschriftlicht. Schöne Fotos obendrauf. Ja, und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Infos, die Credits zum Album. Wunderbar. Also, hier auch nochmal ein Auge. Ich glaube, es ist sogar das vom Frontmann von Hermann Ostfront, das Auge. Booklet stecken wir wieder zurück. CD Nummer 1, die kommt hier in dem Artwork, generell so in diesem Farbschema, wie auch das Artwork generell gehalten ist, in diesem Gold oder Bronze-Schwarz. Hier fett das Kreuz drauf. Hier lesen wir auch dahinter Tonträger 1. Und auf der rechten Seite natürlich Tonträger 2. Also hier diese Bonustracks und diese Remix-Varianten. So, genau, hier lesen wir jetzt Tonträger 2. So, aber damit nicht genug. Es bleibt nicht bei den zwei Tonträgern hier im Digipack, sondern wir haben hier dann nochmal eine etwas abgespecktere Variante. Und zwar haben wir hier In der Hölle erfroren. Das kommt ja auch in so einem kleinen Digipack. Und hier haben wir dann nochmals drei Tracks obendrauf. Das Ganze, also diese drei Tracks, gibt es meines Wissens wirklich nur exklusiv in dieser Box. Also die kann man so regulär außerhalb der Box nicht kaufen. Und ich glaube, die werden auch nicht im Streaming angeboten. Also die sind hier wirklich hier nur über die Box physisch zu erhalten. So, Lyrics sind hier keine mit dabei, aber nochmals die Credits. Und natürlich die CD. Auch hier wieder das Kreuz, in diesem Fall in weiß und grau gehalten. Und dahinter sehen wir einen winterlichen Wald. Ja, passend zum Thema In der Hölle erfroren. Auch hier auf dem Cover so ein ganz eingeschneiter winterlicher Wald. Und dann lesen wir hier noch In Anum Creatus MMXX, also so quasi im Jahre entstanden 2020. So, weiter geht's. Wir haben ein Zertifikat. Und zwar haben wir hier einmal das Ganze durchnummeriert. Wie gesagt, die Box ist auf 1000 Stück komplett limitiert. Gesamtauflage 1000 Stück. Und meine Box ist in diesem Fall die Nummer 300. Sehr schön. Gefällt mir immer gut, wenn man das hier so transparent gestaltet. Einerseits natürlich, wenn man die Gesamtauflage verrät, aber auch wenn man das dann noch hier einzeln durchnummeriert, dann ist das nochmal so individueller und transparenter von der Auflage. Das würde ich mir generell bei anderen Boxen auch wünschen. Und damit nicht genug, wir haben dann hier auch noch Autogramme, Unterschriften. Also hier haben wir die einzelnen Bandmitglieder, die haben hier nochmal unterschrieben. Alle sechs haben hier ihre Unterschrift gelassen. Wunderbar. Gut, auf der Rückseite alles voll mit dem Kreuz. Dann haben wir einen Flachmann mit dabei. Und zwar lesen wir hier auch wieder Ostfront, dein Helfer in der Not. Stainless Steel, also Edelstahl das Ganze. Ja, so ein klassischer Flachmann, ihr kennt die. Man kann die hier oben aufschrauben. Und dann, je nachdem, was man so möchte, da reinfüllen. Und dann hat man das hier immer griffbereit mit dabei. So, schöner Flachmann hier in Silber. Als nächstes haben wir hier, passend zu der ganzen Corona-Krise, Corona-Zeit, auch noch hier eine Maske, also einen Mund-Nasen-Schutz. Kommt hier in Schwarz mit weißem Ostfront-Aufdruck.
Ich liebe es auch ohne Luft. Okay. Und das Ganze kann man dann hier natürlich entsprechend aufmachen. Also etwas so aufklappen, auffalten. Damit es auch wirklich Nase und Mund vollständig bedeckt. Und links und rechts haben wir dann noch so zwei weiße elastische Zugbändchen, dass man das hier hinter die Ohren befestigen kann. Also, Tuchmaske ist auch mit dabei. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch so ein Erste-Hilfe-Set, passend zum Albumtitel, dann Helfer in der Not, ein First-Aid-Kit, also ein Erste-Hilfe-Set. Und hier hinten dann noch so eine Schlaufe angenäht, also man kann sich das sogar, wenn man möchte, irgendwie an den Gürtel oder irgendwo dran machen, dann hat man das hier immer mit dabei. So, wir schauen mal rein, was sich hier drinnen befindet. So, jetzt ist es leer. Und zwar haben wir hier, wir gehen es mal kurz im Schnelldurchlauf durch. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Sterilisationspad, scheinbar zwei Stück sind hier drin. Also das sind so kleine Tücher, kleine Pads, mit denen man eine Wunde oder je nachdem die Haut reinigen kann, sterilisieren kann. Dann hier auch nochmal zwei so kleine, Pads, so kleine Lappen im Endeffekt, mit denen man auch nochmal desinfizieren kann. Dann haben wir Pflaster mit dabei, zwei Stück. Dann hier einmal, was ist das? Ah, das ist so eine Binde. Da kann man was verbinden, dann eine kleine Schere, eine Pinzette, dann haben wir hier nochmal so ein kleines Pad hier mit Alkohollösung, also auch hier wieder zum Desinfizieren geeignet und das ist dann hier so ein Klebeband, um dann zum Beispiel einen Verband oder einen Stoff, je nachdem, etwas besser anzukleben. Gut, also da findet man auf jeden Fall Verwendung. Je nachdem, beim Fahrradfahren oder im Auto, wo auch immer, also sowas sollte man auf jeden Fall immer dabei haben, wenn man irgendwie mit Fahrrad oder Auto unterwegs ist. Ich glaube, beim Auto ist es ja wirklich Vorschrift, beim Fahrrad, glaube ich, ist es mehr so auf freiwilliger Basis, aber kann nicht schaden. So, packen wir alles wieder zusammen in dieses Plastikbeutelchen und dann schauen wir, dass wir das hier wieder reinbekommen. So, wunderbar, alles passt rein. Dann können wir den Reißverschluss wieder zumachen und haben hier alles wieder wunderbar verstaut. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Erste-Hilfe-Kit hier für den Notfall mit den notwendigsten Sachen hier mit dabei. Dann haben wir die Maske hier, diese Mund-Nasenschutz in Schwarz und Weiß. Das Zertifikat, durchnummeriert und natürlich auch unterschrieben von allen Bandmitgliedern. Der Flachmann hier in Edelstahl, in diesem Silber gehalten, mit dem Ostfront Dein Helfer in der Not Aufdruck. Die Bonus-CD, In der Hölle erfroren, mit drei Bonustracks hier. Und natürlich das Album an sich, Dein Helfer in der Not im Digipack. Mit 13 Tracks auf CD1 und 14 auf CD2, 27 plus 3 auf In der Hölle erfroren, also insgesamt 30 Tracks, das ist eine Menge. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box, Dein Helfer in der Not von Ostfront. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ostfront unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.